Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser Spezialausgabe von Spiel doch mal, bei der wir uns die Nominierten zum Kennerspiel des Jahres 2016, nämlich Time Stories, Isle of Sky und Pandemic Legacy, was wir leider nicht selber besitzen, anschauen wollen. Isle of Sky ist ein Legespiel von den Autoren Andreas Pelikan und Alexander Pfister. Es ist für 2 bis 5 Spieler ab 8 Jahren, dauert ca. 60 Minuten und ist bei Lookout erschienen. Jeder Spieler baut aus Plättchen seine Insel. Plättchen erhält man durch einen pfiffigen Beat- und Kaufmechanismus. Pandemic Legacy ist ein eigenständiges Spiel aus der Pandemic-Reihe und von den Autoren Matt Leacock und Rob DeVoe. Es ist für 2 bis 4 Spieler ab 13 Jahren und ist bei Sadman Games und Asmodee erschienen. Gemeinsam müssen die Spieler die Welt retten. Dabei ist jede Partie einzigartig und die Entscheidungen der Gruppe können nicht rückgängig gemacht werden und verändern den Verlauf der ganzen Kampagne. Time Stories ist ein Spiel von Manuel Rozoy und bei Space Cowboys und Asmodee erschienen. Es ist für 2 bis 4 Spieler ab 12 Jahren und dauert ca. 60 bis 90 Minuten. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von zeitreisenden Agenten. Gemeinsam müssen sie verschiedene erzählerische Szenarien meistern und vor allem entdecken. Bei den Nominierten zum Kennerspiel des Jahres hat die Jury einen wirklich sehr, sehr guten Job gemacht. Das waren auch genau die 3 Spiele, die wir auch nominiert hätten, die wir auch so auf dem Schirm hatte. Wir finden es toll, dass die Jury hier diesen Trend erkannt hat, eben den Time Stories und auch Pandemic Legacy mit sich bringt, dass man eben eine Geschichte nachspielt, dass man hier etwas erfährt, dass man gemeinsam an einer Story arbeitet, obwohl die beiden Spiele ja doch recht unterschiedlich sind. Gehen beide in eine ähnliche Richtung, nämlich in dieses kooperative Geschichten erzählen. Und das scheint ja der Trend schlechthin zu sein. Und es ist schön, dass die Jury das hier auch anerkannt hat und auch nominiert hat. Und wir schauen mal, was jetzt davon oder ob eins der beiden dann auch tatsächlich zum Kennerspiel des Jahres ernannt wird. Dann haben wir noch Isle of Sky. Isle of Sky ist wirklich ein Spiel, was sehr rund ist, was sehr gut funktioniert. Man hat diesen innovativen Beat-Mechanismus, der sehr gut ankommt, auch in all unseren Testrunden. Also auch ein Spiel, was zu Recht hier auf der Liste ist und was auch wiederum gute Chancen hat zu gewinnen. Was schön ist, alle 3 Autoren sind bekannte Autoren. Natürlich Pandemic Legacy aus der Pandemic-Reihe. Der Alexander Pfister und Andreas Pelikan, die ja im Moment sehr, sehr erfolgreich sind. Und Manuel Rozoy, der ist zwar nicht im Brettspielbereich so bekannt, sondern eben durch Assassin's Creed, was ja durchaus auch ein Spiel ist, was sehr, sehr bekannt und erfolgreich ist. Somit haben wir hier 3 hochwertige Spiele, die es alle 3 unserer Meinung nach verdient hätten, zum Kennerspiel des Jahres ernannt zu werden. Auf der Empfehlungsliste sind ja 3 Spiele gelandet. Einmal Seven Wonders Duell, Blood Rage und Mombasa, auch 3 Spiele, die, wie wir finden, zu Recht dort gelandet sind. Mombasa war natürlich ein bisschen zu komplex, um Kennerspiel zu werden, aber immerhin wurde es dadurch honoriert, dass es empfohlen wurde. Seven Wonders Duell hätte auch sehr gut hier in die Reihe der Nominierten gepasst, weil es wirklich ein rundes Spiel ist für 2 Spieler. Macht wahnsinnig viel Spaß, spielt sich immer wieder ein bisschen anders. Auch ganz, ganz toll. Ja, und Blood Rage, ein Spiel, was wir selber noch nicht gespielt haben, was aber auch sehr, sehr gut bei den Kennerspielfreunden ankam. Was ich so ein bisschen vermisse noch auf der Empfehlungsliste ist Quadropolis. Das ist ein Spiel, was uns auch sehr, sehr gut gefallen hat, wo man hier seine Stadt baut, was wir demnächst für euch rezensieren werden. Einfach ein Spiel, was für mich auch sehr rund und sehr gelungen ist, mit einer schönen Schachtel, wo man nicht so lange aufbauen muss, sondern einfach direkt losspielen kann, was wirklich viel Spaß macht. Das hätte ich noch schön gefunden, wenn es auch noch auf der Empfehlungsliste gelandet wäre. Das wäre dann für mich rund geworden. Aber auch so bin ich sehr zufrieden, oder sind wir sehr zufrieden mit den Spielen, die nominiert und empfohlen wurden.